Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Siberia, The World Before. Okay, los geht's. Neuer Tag, neues Glück. Ein neuer Tag in Wagen. Ich muss die Tram zur Musikakademie nehmen, wo Dana Rose in den 1930ern studiert hat. Mit etwas Glück haben sie dort noch ihre Akte. Zur Musikakademie. Okay, das haben wir uns ja alles schon soweit angesehen. Das lassen wir also links liegen. Demoiselle Leni hat mir gesagt, die Musikakademie ist in der Nähe des Musikplatzes. Vielleicht weiß Frau Wagner mehr. Dürfte eigentlich unten sein, oder? Ah ja. Ah, hallo, Frau Walker. Ah, Frau Walker, hatten Sie gut geschlafen? Ja, danke. Kann ich etwas für Sie tun? Ja. Ich möchte zur Musikakademie. Können Sie mir den Weg zeigen? Nehmen Sie einfach die Tram nach Norden, zum Musikplatz. Sollte ich irgendwas über die Akademie wissen? Ehrlich gesagt ist sie heute eher trostlos. Wenn man bedenkt, dass sie einmal das Juwel unserer Stadt war. Studenten kamen aus allen Teilen der Welt, um auf dem Musikplatz zu spielen. So schade, dass sie ihren früheren Glanz verloren hat. Heute hat sie kaum noch Studenten und kein Geld. Ich war gestern auf der Berghütte am Silberspiegel. Wunderschön. Da möchte ich nicht widersprechen, Frau Walker. Diese Berge sind der Stolz unserer Stadt, genau wie die alte Leni. Leni ist in Wagen hoch angesehen, weil sie im Zweiten Weltkrieg Widerstandskämpferin war, oder? Ah, ich habe davon erfahren, als ich auf der Hütte war. Leni Renner mag eine griesgrämige alte Jungfer sein, aber für uns ist sie eine Heldin. Schade, dass man dasselbe nicht von ihrem Vater sagen kann. Nun ja, jeder hat sein Kreuz zu tragen, wie man so sagt. Wie meinen Sie das? Ich will keinen Tratsch verbreiten. Der Krieg war eine düstere Zeit für alle in Wagen. Alte Erinnerungen lässt man besser ruhen. Offenbar hat die Person, die ich suche, mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und dem Aufstieg der braunen Schatten. Schreckliche Zeiten waren das, meine Liebe. Besonders als Wagen nach der Annexion von Ostertal besetzt war. Gott sei Dank bin ich erst nach der Befreiung geboren. Verstehe. Aber ich nehme an, Sie mussten mit den Nachwirkungen dieser Ereignisse groß werden, oder? Oh ja, meine Liebe. Es war, als herrschte eine Verschwörung des Schweigens. Jeder verdächtigte den anderen, selbst enge Freunde. Hatte der andere mit dem Feind kollaboriert? Und wenn ja, dann, weil er davon überzeugt war oder einfach nur feige? War er gar verantwortlich für die Verhaftung oder den Tod eines Familienmitglieds? Das muss schlimm gewesen sein. Eine schreckliche Zeit. Die Person, nach der ich suche, stammt aus derselben Generation. Man kann nur hoffen, dass sie den Wahnsinn damals überlebt hat. Ich muss dann mal los. Danke für Ihre Zeit, Frau Wagner. Fragen Sie nur, wenn Sie noch etwas wissen möchten. Ah,
So, dann muss ich Richtung Norden fahren. Wie komme ich jetzt hier raus? Ne, auf der Seite, ne? Du darfst auch gerne durchgehend laufen. Frage ist jetzt, setzt sie sich jetzt automatisch? Hallo? In die richtige Richtung oder muss ich vorher noch was auswählen? Musikplatz. Okay, der ist jetzt neu drin. Ah, jetzt darf ich mich bewegen. Okay. So, nutzen Sie die Intro. Was? Kann man das hier nachlesen, was da gerade stand? Dokumente. Nutzen Sie die Introspektion, bevor Sie zur Akademie gehen. Was soll das denn sein, bitte? Kann ich jetzt auch nicht herausfinden. Introspektion. Kann man das mit dem Fragezeichen irgendwie? Nö. Wenn ich das Fragezeichen drücke, kommt auch nichts. Ja, ich habe keine Ahnung, was die Introspektion sein soll. Hä. Nee, also da fahren wir ja wieder zurück. Das wäre jetzt Blödsinn. Schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Ich denke mal, da können wir nicht vorbei, genau. Auch halt doch nicht immer an, Kate, ehrlich jetzt. Also, ich weiß nicht, ob wir die Aufgabe lösen können, bin ich jetzt ganz ehrlich, weil ich weiß noch nicht mal, was das sein soll. Vielleicht irgendwas, was vor dem Geschäft ist oder so. Vielleicht ist das eine Fähigkeit, die man benutzen kann, wo ich aber keine Ahnung habe, was das sein soll und wie ich die benutzen kann. Hier geht's. Tu das nicht. Aufhören. Es spricht. Nein. Obi, Hilfe! Hilfe! Bitte! Hilfe! Lass mich runter! Oskar? Den fängst du nie! Wag es nicht! Setz ihn ab! Sofort! Na gut. Oskar! Was für grausige Kinder. Geht es Ihnen gut? Ich wurde etwas gebeutelt, aber ich bin froh, Sie zu sehen, Kate Walker. Oskar, oh, ich habe Sie so vermisst.
Also, solche Gefühlsausbrüche scheinen mir unangemessen, Kate Walker. Ich hoffe doch sehr, Sie haben so etwas nicht jedes Mal vor, wenn ich den Körper wechsle. Es ist nur, ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Wo waren Sie, Oscar? Nun, der mechanische Instinkt meines Wirts ist mit mir durchgegangen, durch die ganze Stadt. Ich brauchte die ganze Nacht, ihn zu zähmen. Und dann traf ich auf diese kleinen Schlingel. Ja, gut, dass ich in der Nähe war. Hm? Sicher. Also, Kate Walker, was ist passiert, seit wir am Fluss Ballatym getrennt wurden? Vielleicht sollten wir uns kurz setzen, Oscar. Das könnte länger dauern. Und dann hat Demoiselle Leni mir die Adresse der Musikakademie in diesem Viertel gegeben. Verstehe, Kate Walker. Ganz schön verrückt, was? Dass ich dieser Frau hinterherrenne, Dana, die schon ewig tot sein muss. Nun, Kate Walker, Sie wissen, unlogische Denkmuster bereiten mir Schwierigkeiten. Aber was ich durchaus verstehe, ist, dass Sie sie finden müssen. Ist das korrekt, Kate Walker? Ja, das ist korrekt, Oscar. Schön, dass Sie es so gut aufnehmen. Ich sehe keinen fundamentalen Unterschied, ob man Europa auf der Suche nach Mammuts durchquert, auf Straußen durch eine verstrahlte Zone reitet oder Doppelgängern folgt. Das sind keine Dinge, über die ein Automat wie ich sich Gedanken macht. Sonst noch etwas, Oscar? Nun, ich denke, ich könnte Sie fragen, wo es hingeht. Aber ehrlich gesagt ist das nicht so wichtig. Ich folge Ihnen, wo immer Sie hingehen. Und solange Sie meine Dienste benötigen, Kate Walker. Das liegt in meiner Natur als Automat. Danke, Oscar. Oh weh, Sie wollen doch jetzt nicht etwa intim werden, oder? Hallo? Nein, ich wollte Ihnen nur den Rücken tätscheln. Es wäre mir lieber, wenn Sie von solchen Gedanken absehen würden. Ich bin doch kein Hund. Wo soll das enden? Also, wir sollten los, Oscar. Und Sie hatten sich besser versteckt. Oh weh, ich habe wohl keine Wahl. Ja, wie cool. Und wir haben direkt noch eine Errungenschaft mitbekommen, habe ich gesehen. Kate Walker? Ja. Ich bin so froh, ihn wieder zu haben. Soll ich denn irgendwas mit dem machen, oder? Ich bin so froh, ihn wieder zu haben. Ich bin so froh, ihn wieder zu haben. Ja, aber wieso bin ich jetzt hier drin? Ich verlasse mich darauf, dass Sie mein mechanisches Herz transplantieren, sobald wir auf einen XZ-2000-Automaten stoßen. Gibt es etwas, wobei Sie meiner Hilfe bedürfen? Könnten Sie in Zukunft eine größere Tasche verwenden? Das ist alles sehr demütigend für einen hochentwickelten Automaten wie mich, wissen Sie? Wie laufen Ihre Nachforschungen, Kate Walker? Ist es wirklich nötig, dass ich hier eingesperrt bin, Kate Walker? Ja, tut mir leid, Oscar. Aber ich will nicht riskieren, sie wieder zu verlieren. Introspektion, weil er hat mich jetzt hier doch ziemlich abgelenkt von dem, was wir eigentlich hier machen wollten. Nein. Moment. Ich glaube, da konnte ich noch was lesen, oder? Aber wahrscheinlich nur den Text, den man sowieso liest. Schauen. Die Opfer des Genozids, den die Faschisten im Zweiten Weltkrieg begangen haben. So viele Tote. Ich hoffe, Dana hat überlebt. Okay. Viel war das nicht. So, ich nehme mal an, dadurch, dass wir ihn jetzt hier getroffen haben, dass das, ja, bedingt gewollt war, sage ich mal, dass wir hier reingehen. Vermutlich für die Story nicht relevant, ich weiß es nicht. So. Ich habe schon wieder vergessen, wie dieses komische Wort hieß. Aber ja, wir sollen es machen, bevor wir da reingehen. Da hinten ist es jetzt schon. Also die Musikakademie. Und ich habe keine Ahnung, was man machen soll oder was das sein soll. Ach, oder soll das hier dieses...
Meinen die vielleicht dieses riesige Klavier oder was das ist damit? Moment. Ja, du darfst gerne drumherum gehen und nicht davor stehen. Hallo? So, wegen der bevorstehenden Umstellung auf Computersteuerung des mechanischen Orchesters auf dem Musikplatz ist es bis auf Weiteres streng verboten, das Klavier zu spielen. Werden wir es trotzdem tun? Das ist jetzt die Frage. Ich kann es so nicht öffnen. Offenbar ist es mechanisch verschlossen. Okay. Ich glaube nicht, dass ich das direkt öffnen kann. Okay, also ein neues Rätsel, so wie es aussieht. Mal schauen. Seltsam. Das ist toll. Und was ist daran seltsam? Kannst du das vielleicht auch sagen? Oder spezifischer? Ich kann nicht so nichts machen, ne? Hier kann man wahrscheinlich nur drüber schauen. Introspektion. Moment, das war doch das Wort. Ich kenne Dana nur als Kellnerin auf der Berghütte. Und doch scheint alles hier zu ihr zu passen. Man kann sich leicht vorstellen, wie sie hier an der Musikakademie studierte. Wer weiß, vielleicht wartete Leon eines Tages hier auf sie und überraschte sie mit seiner Rückkehr aus Baltaya. Okay, also das scheint schon auszureichen. Sehr gut. Ja gut, was anderes können wir jetzt hier aktuell auch nicht machen, so wie es aussieht. Vielleicht können wir das später mal machen. Oder mit ihr, also mit der Jana mal machen oder so. Ich weiß es nicht. So, das ist der Eingang hier zum zu dem Gebäude, wo wir rein wollen. Oder auch nicht, ist alles zu. Moment. Wow. Schade, dass ich keine Zeit zum Sightseeing habe. Ach so, ich kann mich wieder bewegen. Wieso sagt mir das eigentlich keiner? Ja, zur Musikakademie gehen. Ich dachte jetzt, das wäre dieses Gebäude, aber da kommen wir nicht rein. Moment, hier geht es nochmal Treppen hoch. Vielleicht zum Seiteneingang. Oder ist das das Musik? Ach so. Okay. Räumungsbescheid an die Musikakademie, 15. Oktober 2005. Sehr geehrte Damen und Herren, gemäß der Regelung des IRD 136.2 wird Ihnen hiermit die Aufforderung zugestellt, dass sich im Eigentum der Stadt Wagens befindliche, von Ihnen derzeit genutzte Grundstück bis zum 26. November 2005 zu räumen. Grund des Räumungsbescheids: Säumnis der Mietzahlung und Zahlungsrückstand nach Aufforderung gemäß IRD 136.4. Eine Mahnung wurde Ihnen am 15. September 2005 zugestellt. Sie haben es jedoch auch daraufhin versäumt, die für den Zeitraum vom 15. Juni 2005 bis zum 15. Oktober 2005 fällige Miete zu zahlen. Hiermit klären wir Sie über Ihr Recht auf die Räumung durch Zahlung des vollen und noch ausstehenden Beitrages vor Ablauf der Kündigungsfrist am 15. Oktober 2005 abzuwenden. Ich versichere hiermit eine beglaubigte Kopie dieses Schreibens am 15. Oktober 2005 um 10.15 Uhr an Herrn Maximilian Mahler übergeben zu haben. Wolfgang Schneider, Bürgermeister von Wagen. So viele Briefe. Sie sehen wie Kündigungsschreiben aus. Vermutlich haben Sie Ihre Rechnung schon länger nicht gezahlt. Ja, das habe ich ja quasi gerade vorgelesen.
Okay, was haben wir denn hier noch? Das ist also die berühmte Musikakademie Wagen? Die habe ich mir anders vorgestellt. Ja, ein paar Musikinstrumente stehen da ja noch, ne? Da oben ist ein Päckchen. Die Frage ist, können wir irgendwie dahin das holen oder wie auch immer? Okay, wir können theoretisch anrufen, aber das bringt uns jetzt natürlich nichts. Guten Tag! Was ist denn? Hab ich mich jetzt erschrocken. Wenn Sie vom Stadtrat sind, kommen Sie wieder, wenn weniger los ist. Bitte? Oh, pardon, Sie haben mich erschreckt. So, jetzt. Was wollen Sie, Lakai des Stadtrats? Ich bin nicht vom Stadtrat, ich bin eine Besucherin. Ich bin hier, weil ich gehofft hatte, hier die Akte einer Studentin aus den 1930ern einzusehen. Ach, tut mir leid. Aber ich habe keine Zeit, 70 Jahre alte Akten auszugraben. Ich habe hier viel zu tun, verstehen Sie? Man sieht, dass Sie etwas überfordert sind. Wo ist der Rest des Personals? Oder kann mir ein Student weiterhelfen? Sie stehen vor dem Rektor und dem einzigen Angestellten dieser Akademie. Mein Name ist Maximilian Mahler und es ist meine Aufgabe, mich um alles auf dem Gelände zu kümmern. Instandhaltung, Archivierung, alles, bevor wir nächsten Monat schließen. Also, dürfte ich Sie bitten? Es tut mir sehr leid zu hören, dass Sie schließen. Und ich sehe, Sie sind extrem beschäftigt, aber ich bin so weit gereist, um Sie zu finden. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sie suchen könnten. Es ist mir wirklich wichtig. Ebenso wie mir dieser Ort wichtig ist. Und ich würde zu gern noch einmal das mechanische Orchester spielen hören, bevor die Akademie schließt. Aber, ach, das wird nicht gehen. Außer? Außer was? Also, nun ja. Also Erpressung. Ja, na gut. Wenn ich also das mechanische Orchester in Gang kriege, besorgen Sie mir die Akte, ja? Natürlich, natürlich. Okay, ich versuche es. Sie haben echt Glück. Ich kenne Mechanismen wie die auf dem Platz schon. Na, wenn das so ist, verspreche ich Ihnen, Sie bekommen die Akte. Im Gegenzug für Ihre Hilfe. Danke. Aber ich muss Sie warnen. Der Platz hat im Laufe der Jahre so einige Veränderungen durchgemacht. Und an manche Teile des Mechanismus kommt man sehr schlecht heran. Keine Sorge. Ich mache mich dünn und schlüpfe durch die Ritzen. Einige davon finden Sie über den Platz verteilt. Einige andere im Uhrturm. Wenn Sie mich jetzt kurz entschuldigen. Was machen Sie? Also, wie hieß die Studentin, an der Sie interessiert sind? Rose. Dana Rose. Und in welchem Jahr hat sie unsere Illustre Akademie besucht? In den 30ern, 1937, um genau zu sein. Da haben wir sie. Und hier finden Sie die jährlichen Inspektionsberichte der Mechanismen von Frau Beckmann. Frau Beckmann? Sie war in den genannten Jahren Direktorin der Akademie. Die sind von 1937. Wie Sie sehen, habe ich ein fabelhaftes Gedächtnis für Archivdinge. Deshalb habe ich die von Frau Beckmann ausgewählt, weil da etwas über diese besagte Edna Droos drinsteht. Dana Rose. Ja, ja. Außerdem finden Sie darin auch Noten mit Annotationen. Das ist die Hymne von Wagen, die Sie auf dem Klavier auf dem Platz spielen müssen, um das Automatenorchester zu aktivieren. Natürlich erst, nachdem Sie die Mechanismen repariert haben. Nun gut, bitte sehr, worauf warten Sie noch? Okay.
Diese Noten sind für die Klavierstimme der Hymne von Wagen. Jemand hat Notizen hinzugefügt. Die könnten mir helfen, die Hymne auf dem Klavier auf dem Platz zu spielen, wie der Rektor mich gebeten hat. Okay. Ich frage mich, was das darstellt. Memo steht auf jeden Fall oben drüber, aber so wirklich, ich meine, es könnten jetzt Noten sein, das könnte was sein, was uns eventuell helfen könnte, das Ganze wieder in Gang zu setzen. Das denke ich jetzt mal eher, aber ich habe keine Ahnung. Der Bericht, den die Rektorin der Akademie mit Danas Hilfe in den 30ern angefertigt hat. Der derzeitige Rektor sagt, ich sollte alle Informationen darin finden, die ich zur Reparatur des Mechanismus auf dem Platz brauche. Okay. Kann der was? Inspektionsbericht der Musikakademie. 12. Oktober 1937. Heute ist die Inspektion der Musikmechanismen fällig, mit denen die Studenten ihr Talent öffentlich vorführen und wir den Bewohnern unseres schönen Städtchens die Qualität unseres Unterrichts demonstrieren können.